Richard Golz. Mensch, jetzt hör mich doch ein. Moin. Moin. Hast du Bock mitzufahren eine Runde? Na klar. Ja, dann. Hereinspaziert. Dann musst du mich nur noch reinlassen. Oh, das ist richtig. Zack. Sehr schön. Das ist ja ein wahnsinniger Zufall, dass wir uns jetzt hier. Ja, du, ich war gerade unterwegs und. Ja. Wo darfst du denn hingehen? Ja, Volkspark, ne? Würde ich mal sagen. Sehr schön. Wohin sehr schön. Sonst? Wohin sonst, richtig. Ja, sag mal, wie läuft's bei dir? Wie sieht so ein Donnerstagvormittag im Leben von Richard Golz aus? Ich habe meine Mittagspause einfach mal vorgezogen für euch. Ich habe heute Morgen am Schreibtisch gesessen. Ich arbeite ja als Personalberater oder wie man im Neudeutschen sagt, als Headhunter. Headhunter, ja. Besetze Fach- und Führungspositionen in Sportorganisationen. Mhm. Und dementsprechend, wie gesagt, habe ich heute Morgen schon, war ich schon wieder auf der Suche nach Kandidaten und Aufträgen und hoppla, das war eine Kastanie. Genau. Du bist ja jetzt einerseits Headhunter und andererseits auch sportlicher Leiter bei Altona 93. Was nimmt da mehr Arbeit ein oder wie gewichtet sich das ungefähr im Alltag? Also die Personalberatung ist mein Job, Altona ist Spaß, ist nicht immer lustig, aber das mache ich nebenbei oder nebenberuflich. Ich bin ja nicht angestellt bei Altona, sondern mache das im Grunde in beratender Funktion zusammen mit Andi Bergmann, der ja jetzt auch offiziell sportlicher Leiter ist. Ja, und dann kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an. Im Grunde muss ich mir abends und morgens mal eine Stunde nehmen, weil es gibt dann natürlich schon hier und da Dinge, die man mal besprechen muss oder auch so Formalitäten. Aber ja, Altona ist beschäftigt mich viel, aber ist eben nur nebenbei. Mhm. Was nicht so ganz nebenbei war, ist deine Profifußballkarriere. Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen am Anfang starten. Du bist 1987 Profi geworden. Beim HSV hast dann wirklich 21 Jahre lang miterlebt, wie sich die Bundesliga auch entwickelt hat. Was würdest du sagen, hat sich in der Zeit so signifikant verändert an dem Sport und vielleicht auch an dem Business Bundesliga? Also entscheidend waren natürlich die ganzen technischen Veränderungen. Dann ist ja Fußball auch ja Business geworden oder mehr geworden. Vor allen Dingen Unterhaltung, Entertainment. Das Fernsehen hat die Fußball-Bundesliga entdeckt in einer ganz anderen Weise. Verteilt auf alle Tage der Woche gibt es jetzt Fußball zu gucken. Das war früher dann mal der Samstag, 15:30 haben alle gespielt, vielleicht mal am Freitag einer und dann gab es Sonntag noch die Sportschau, wo vielleicht mal noch so ein anderer Bericht gezeigt wurde. Aber hat sich total verändert jetzt, ganze Technikgeschichten, Tracking, Spielanalyse, dann Mobilfunk, Handys, du kannst nirgendwo mehr hingehen. Aber das betrifft ja nicht nur Fußballspieler, sondern jeder Mensch muss immer damit rechnen, dass ihn irgendein Spacko mit seinem Handy-Video erfasst und irgendwelche Sachen dann postet. Das Leben hat sich komplett verändert. Ich will nicht sagen, früher war es schöner, aber es war halt anders. Ne? Du konntest halt in Ruhe mal irgendwo hingehen. Das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Und andererseits gibt es natürlich andere Wettbewerbe, Champions League und so weiter. Als Spieler macht das natürlich schon Spaß. Früher gab es den Pokal der Landesmeister, hört sich jetzt überhaupt nicht sexy an. War natürlich auch toll, das zu gewinnen. Das hat der HSV 1983 getan. Aber ja, das Ganze drumherum hat sich komplett verändert. Ist aber auch eine andere Zeit. Also nicht nur der Fußball hat sich verändert, sondern die ganze Welt und das Leben. Aber Fußball ist ja nun mal das Zentrum des Universums, deswegen. Kann man manchmal so denken, ja, das stimmt. Ja. Bei Grün kann man fahren, da das hat sich auch nicht geändert. Ja, das ist schon wieder die erste Parallele zur ersten Folge. Da habe ich auch schon geprallt mit meinen Fahrerskills und dann bei der ersten Ampel wurde ich angehupt.
Aber es ist auch gar nicht so leicht, sich auf ein Gespräch und gleichzeitig noch den Straßenverkehr zu konzentrieren. Zu meiner eigenen Verteidigung. Genau, dann, was natürlich für Außenstehende immer wahnsinnig spannend und aufregend ist, ist der erste Auftritt als Profifußballer. Mit jedem, mit dem ich drüber spreche, der hat da sehr, sehr detaillierte Erinnerungen daran. Bei dir war es eine sehr spezielle Situation. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen. Wie war zu dem Zeitpunkt dein Standing in der Mannschaft? Wie hast du so ein Spiel zu der Zeit erlebt, als du ja noch auf der Bank saßt? Und wie kam es dann zu dem Moment der ersten Einwechslung? Ja, ich habe 1987 meinen ersten Profivertrag unterschrieben, hatte gerade Abitur gemacht. Uli Stein war der erste Torwart. Damals gab es im Kader auch nur zwei, also da war nichts mit dritter, vierter Torwart oder so. Ich glaube, so ein Kader hat vielleicht 20 Leute insgesamt gehabt, weil das war auch noch im Grunde die Generation, die 83 in Athen den Landesmeistercup geholt haben. Also eine große Mannschaft im Grunde noch. Da bin ich als 19-Jähriger reingekommen und hatte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass ich in absehbarer Zeit dann auch das eine oder andere Spiel mache. Und so lief dann die Vorbereitung mit einem neuen Trainer, Josip Skoblar, etwas unrund. Die Stimmung war nicht so gut. Ernst Happel, der große Ernst Happel, hatte den Verein gerade verlassen. Günter Netzer war auch nicht mehr Manager. Also es war gerade so ein Generationswechsel und auch eine Mannschaft, die ja vielleicht auch ein bisschen davor stand, dass sich da was verändern müsste. Also etwas schwierige Situation. Wir verlieren im Grunde in der 88. Minute Uli Stein durch eine rote Karte, weil er irgendwie genervt war, dass Jürgen Wegmann das 2-1 geschossen hat für die Bayern im Supercup-Finale, eine Woche vor dem Punktspielstart. Und dann hat er ihn einfach mal ausgenockt. So reflexartig, wie das als Torwart so ist, so aus dem Handgelenk. Also vielleicht kennt man noch so Timo Boll, der kann das vielleicht auch noch vom Tischtennis irgendwie so, aber auf jeden Fall habe ich dann die letzten 3 Minuten gespielt, weil Uli Stein eben eine rote Karte gekriegt hat, wie gesagt. Und da war natürlich nicht viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Habe halt meine Klamotten ausgezogen, bin reingegangen. 3 Minuten später war das Spiel zu Ende. Dann war aber im Grunde auch klar, in der nächsten Woche wirst du wohl auch spielen, weil ja. Nach einem Faustschlag ist man vielleicht mal. Ist man gesperrt. Genau. Und da hatte ich eine Woche Zeit, mich auf mein erstes Punktspiel oder auf den ersten richtigen Einsatz im Profifußball vorzubereiten. Und erster Spieltag war das ja dann praktisch, ne? Genau, erster Spieltag gegen Schalke 04. Toni Schumacher war gerade zu Schalke gewechselt, auch eine Torwart-Ikone. Ja. Stand mir dann gegenüber und da habe ich schon gedacht, boah, das geht aber gut los jetzt hier so. Ne? Also wir gewinnen das Spiel 5-2, nachdem es zur Halbzeit 0-0 stand. Also richtiges Spektakel. Ja. 5 Tore gegen Toni Schumacher sieht man jetzt auch nicht allzu oft. Ja, das stimmt. Das stimmt. Schalke hat es dann am Ende auch schwer gehabt. Ja. Aber ja, so ging das los. Du bist ja allgemein viel rumgekommen. Ich meine, du kommst eigentlich aus Berlin, bist dann nach Hamburg, da lange gelebt, dann lange in Freiburg gelebt, dann zwischendrin mal wieder kurz Hannover, kurz Berlin und dann bist du ja jetzt wieder in Hamburg. Wenn man so viel rumkommt, also ich kenne es selber ein bisschen, nur in ein bisschen komprimierterer Form, aber wo definierst du denn deine Heimat? Also wo fühlst du dich zu Hause nach all den Jahren? Also mittlerweile ist Hamburg sicher meine Heimat. Ich bin mit 17 nach Hamburg gekommen als A-Jugendlicher, habe dann ja in der A-Jugend gespielt und noch ein Jahr in der zweiten Mannschaft oder damals hieß sie Amateurmannschaft. Und habe aber vom ersten Moment an gespürt, dass Hamburg meine Stadt ist. Hier fühle ich mich wohl. Also klar, Berlin war damals noch mit Mauer und es war eine andere Welt. Aber irgendwie gefällt es mir hier besser. Und dann haben wir ja auch immer einen Koffer in Hamburg behalten. Also haben hier auch unser Haus behalten. Uns war eigentlich immer klar, dass wir nach Hamburg wieder zurückkommen. Meine Frau kommt aus Hamburg, Kinder sind hier geboren und mittlerweile auch die meisten Freunde wohnen hier. Dann sind wir jetzt passenderweise, kommen wir dann hier
gerade auch am Volksparkstadion vorbei. Ist der HSV deine, oder kannst du eine sportliche Heimat auch definieren? Weil ich habe gelesen, du warst als Kind auf jeden Fall auch großer Hertha-Fan. Noch eine Parallele, ich bin auch Hertha-Fan, ich frage mich manchmal ehrlich gesagt, warum eigentlich noch? Also es ist ja wirklich, eigentlich seit ich denken kann, extrem anstrengend und kräftezehrend. Bist du nach all den Jahren trotzdem noch so ein bisschen Hertha-Fan geworden, obwohl du jetzt hier mit dem HSV oder auch mit Freiburg so eine enge Bindung hast? Also, das ist ja so das, was so in der Jugend und in der Pubertät irgendwie einprägt. Das behält man, glaube ich, auch das ganze Leben. Jetzt ist es bei Hertha nicht so extrem. Ja, das behält man schon. Jetzt ist es natürlich dann so, dann habe ich selber gespielt und bin in der Jugend zum HSV gekommen. Das hat es dann so ein bisschen abgelöst. Also diese emotionale Verbundenheit, die bleibt. Weil hier bin ich auch als Profi groß geworden und 13 Jahre habe ich hier gespielt, also insgesamt. Und habe dann ja auch nach der Karriere hier wieder gearbeitet als Trainer, 5 Jahre. Also das ist schon der Verein, der mich am meisten beschäftigt, emotional. Also wenn jetzt der HSV gegen Hertha, egal in welcher Liga das demnächst dann mal ist, spielt, dann bist du eher auf Seiten des ja, HSV, eindeutig, ja klar. Okay. Ja, das natürlich, doch. Dann ist doch jetzt eigentlich, wenn wir schon fast auf der Zielgeraden sind, der Zeit angekommen für das berühmte Quiz, das berühmt-berüchtigte Quiz. Dave Eden von Teutonia, der hat sich den Namen ausgedacht, der war ja hier in der ersten Folge der Gast. Quiz Your History heißt es seitdem. Achtung, ich muss hier einmal an den... Ja. In die Schatztruhe mit der Frage nicht spicken. So. Die Fragen, also es sind 9 Fragen. Mhm. Die erste ist noch relativ leicht, die 9. ist dann schon knackig. Also es wird immer schwieriger. Genau, fangen wir mit der ersten Frage an. Wir haben vorhin über dein Profidebüt gesprochen, wo du eingewechselt wurdest nach Uli Steins Faustschlag. Für welchen Spieler bist du damals aufs Feld gekommen? Boah. Carsten Kober? Thomas von Hesen. Nee, Thomas von Hesen wurde nie ausgewechselt. genau, was ist deine finale Antwort? Ich habe jetzt 2 Namen gehört. Wir müssen es natürlich festlegen. Thomas von Hesen. Nee. Carsten Kober wäre richtig gewesen. Carsten Kober wäre. Warum nimmt er den Verteidiger raus? Ja, weiß ich nicht. Gut, 2 Jahre zurückgelegen, Zeit. Alles klar, ja. Genau, okay. Ich dachte, das ist vielleicht dadurch, dass es ja schon ein prägendes Ereignis war, habe ich gedacht, damit starten wir mal rein. Aber gut. In deiner ersten Bundesliga-Saison, wir haben vorhin auch drüber geredet, erstes Spiel gegen Schalke, war ja dein Stammplatz jetzt noch nicht sicher. Wie oft standest du in dieser Saison im Kasten? In der ersten Bundesliga-Saison 5 Mal. Das ist richtig. Sehr schön. Hätte ich gedacht, dass es schwieriger ist zu beantworten als die erste. Du wurdest Freiburgs Sportler des Jahres. Da wirst du dich wahrscheinlich auch noch gut dran erinnern können. Ja. In welchem Jahr war das? 2000 war es schon. Okay. Wir haben hier eine Wendemöglichkeit suche. Frage 4. Ja. Du bist ja bekannt gewesen als Elfmetertöter. Ja, würde ich schon sagen. Wie viele Elfmeter hast du gehalten in deiner Profikarriere? Bundesliga und Pokal zusammengenommen. Oh, Pokal auch. Mit Elfmeterschießen? Nee, ohne Elfmeterschießen. Ohne Elfmeterschießen. 22? Du kriegst noch eine zweite Chance, es ist ein bisschen weniger. 12. 18. 80. 18 Elfmeter hast du gehalten. Okay. Ja. Genau, pass auf. Frage 5. Mit welchem Mitspieler standest du in deiner Karriere am häufigsten auf dem Platz? Tja, das müsste dann wahrscheinlich Carsten Kober gewesen sein. Nee, ich glaube, er war auch sehr weit oben mit dabei. Aber war beim HSV? Anderer. Beim HSV. Harald Spörl. Richtig. Den gebe ich dir. Ja. Den Punkt. Endlich. Den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall noch. Kommen wir mal zu Altona 93. Gucken wir mal, wie du dich da auskennst mit eurem Kader. Wer ist der dienstälteste Spieler, den ihr aktuell in der Mannschaft habt?
Weißt du, was der höchste Sieg in deiner Profikarriere war? Das ist noch nicht die Frage, aber ein Bonus. In der Bundesliga? Ja. Oh, mehr als 6 waren es wahrscheinlich nicht. Es waren 6-0. Und genau dieses Ergebnis hast du zweimal mit deiner Mannschaft erzielen können. Oh. Und jetzt brauche ich aber nur eine der beiden Teams, gegen die du 6-0 gewonnen hast. SC Freiburg. Der SC Freiburg war es nicht. Fortuna Düsseldorf? Mhm. Auch nicht. Wattenscheid 09? Nee. Also ich glaube, den Punkt kann ich dir jetzt schon nicht mehr ganz geben. Nee. Es war einmal der KFC Uerdingen. Ja. Und? Stimmt, mit Nando. Was ja, da hat er 2 oder 3 Tore gemacht. Nando. Und Eintracht Frankfurt. Oh ja, haben wir Jörg Berger abgeschossen. Ja, das war. Heilige Witzka. Aber ja, ist natürlich auch schon eine Weile her. Das war 1990 und 91. Da war Uli Stein im Tor. Ah, da standest du gar nicht auf dem Platz. Doch, bei Eintracht Frankfurt. Ach, stimmt. Stimmt, die Episode gab es ja auch noch. Ist ja zu Eintracht Frankfurt gewechselt, kam dann wieder zurück, ne, für eine Saison. Genau. So, 8. Frage. Du warst ja mal auch Torwarttrainer der rumänischen Nationalmannschaft. Ja. Mit Christoph Daum gemeinsam. Rumänien trifft jetzt in der WM-Quali auch auf Deutschland in der Gruppenphase. In welchem Stadion trifft Deutschland auf Rumänien? Wir fahren hier gerade am Millerntor vorbei. Hier ist es nicht, aber hier in derselben Stadt. Adolf-Jäger-Kampfbahn. Habe ich angeboten, wollten sie nicht. Okay, schade. Also Volkspark. Ja, ist richtig. Das wusstest du jetzt aus dem Stegreif oder hast du es dir gedacht? Ja, das wusste ich. Das wusste ich. Die Freunde aus Rumänien sind vor ein paar Monaten hier in Hamburg gewesen. Also nur eine kleine Delegation, um mal ein bisschen zu checken, wo sie wohnen können, welche Hotels und so weiter. Ich habe mich mit denen getroffen und wir haben uns eigentlich verabredet, dann auch zum Länderspiel uns wieder zu treffen. Ja. Allerdings bin ich gar nicht da an dem Tag. Okay. Hätte aber gut gepasst. Finale, letzte Frage. Ist wirklich sehr schwer. Es geht wieder um eine Statistik. Du hast 453 Bundesligaspiele. In wie vielen davon hast du zu Null gespielt? Ich gebe dir auch eine Spanne, weil das ist ja wirklich, das ist wirklich eine schwere Frage. Es sei denn, du sagst mir jetzt, weiß ich genau. Aber ich würde dir eine Spanne von plus minus 20 geben. Aber es ist 100, auf jeden Fall richtig. 120. Das ist richtig nah dran. Es sind 122. Es sind 123. 123, ah, das eine, ja, das habe ich vergessen. Das eine damals gegen St. Pauli. Gegen St. Pauli. Das war ein Gefühl zu null. Sehr schön. Ja, aber den Punkt kriegst du auf jeden Fall. Ich glaube, Dave Eden hat damals, der hat ein bisschen rumgeschachert mit mir. Der hat, glaube ich, für irgendwo einen halben Punkt bekommen. Ja. Also, falls du dich jetzt hinter ihm einreißt, gebe ich dir vielleicht sogar einen Bonuspunkt, weil das ist natürlich fast eine Punktlandung. Nicht schlecht. Sehr, sehr stark. Genau. So, jetzt sind wir fast wieder am Ziel angekommen. Ja. Wir sitzen jetzt ja hier in einem schönen Mietwagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich saß jetzt nicht immer nur in so schönen Autos. Was war denn so dein erstes Auto, was du dir vielleicht von deinem ersten eigenen Gehalt gekauft hast damals? Das erste Auto als Profi, da habe ich mir ein Fiat Uno geleast. Okay. Für 236 D-Mark im Monat. Was gefühlt für mich damals auch viel Geld war. Ja. Das war tatsächlich mein erstes Auto als Profi. Also ich, ein Fiat Uno. Ja, ja, ist unspektakulär. Aber ja, mir war auch gar nicht drin bei 3000 D-Mark Grundgehalt. War das so? Das war so. Noch was sich wahrscheinlich geändert hat. Ja, ist Euro jetzt. Ist Euro jetzt und vielleicht, na ja, gut, kommt drauf an, wo man einsteigt. Naja, also das war. So, dann sind wir am Ziel angekommen. So ziemlich genau da, wo ich dich eingesammelt habe. Jetzt, wenn rot ist, kannst du mich hier rausschmeißen. Ja. Das passt wunderbar. Dann schließt sich der Kreis doch fast schon zu 100%. Genau, definitiv. Gut, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Arbeitstag. Danke, danke. Dir alles Gute. Erfolgreich natürlich. So, vielen Dank. Ich muss gucken, dass ich keinen Radfahrer mitnehme hier. Also, ciao, ciao. Mach's gut.